Hallo Welt, da sind wir wieder. Gut bestückt mit Kleber, Gemüsestärke. Wir sollten jetzt einmal uns die Preise angucken können und das dann mal vergleichen können, wie wir das am besten verkaufen können. Ja, was heißt vergleichen können? Wir können ja nur hoffen, dass es dann jemand kauft. Also Gemüsestärke hier hat einen Wert von 8, würde ich jetzt aber gar nicht für so teuer verkaufen. 2 Kleber bekommt man raus. Also, den Kleber an sich, der hat gar keinen Wert. Ach, das ist ja auch mal interessant. Warum hat Kleber an sich keinen Wert? Ja, dann würde ich die Gemüsestärke eben verkaufen. Die große Menge Kleber, die verkaufen wir hier für 9. Da sind 10 Stücke drin. Wir müssen aber die großen Mengen ja immer dran denken, dass wir die auch mit Plastik packen müssen. Also geht da immer auch ein Stück Plastik oder 2 sogar für drauf. Also, naja, wenn wir den Kleber jetzt verkaufen für 1 pro Kleber und die Gemüsestärke für 2, dann würde der Preis, dann würde man im Preis jetzt kaum einen Gewinn machen, außer, ja, wie sieht denn das aus dann? Oh. Das ist natürlich schlecht jetzt. Ich bin noch am Rechnen. Gemüsestärke. Warum? Ich habe doch gerade gesagt, es soll da rein. Für 2. Und dann müssen wir den überschüssigen Kleber für 1 verkaufen. Und dann würde man aber mit den Großmengen, da würde man mit den Großmengen dann aber immer noch ganz gut dastehen, oder? Ja, jetzt sind sie weg. Na, wo ist der Kleber jetzt gelandet hier? Überschüssiger Kleber, 60 Teile. Und bei der Großmenge hätte man, ja, die Großmenge wäre etwas günstiger, meine ich. Jetzt ist sie ja nicht mehr da. Na, okay. Wie sieht das mit dem Wasser aus jetzt eigentlich? Wir können doch das Wasser jetzt auch wieder hier reinpacken. Und zwar dann das aufbereitete Wasser einmal für 2 Kronkorken. Und vielleicht auch das abgekochte Wasser, ja, auch für 2 Kronkorken, oder? Das geht gar nicht. Warum? Die Lagerkiste ist voll. Ja, okay, dann gucken wir mal, dass wir was anderes herstellen können daraus. Was hätten wir denn noch? Klingenkornsuppe oder sowas können wir ja herstellen. Ansonsten, was hätten wir denn herstellbares? Wir hätten abgekochtes Wasser, könnten wir noch herstellen. Wir könnten Buff Tets, Fury und Buff Psycho Buff herstellen, oder? Wir könnten unverarbeiteten Dünger, das machen wir sowieso mal, herstellen. So. Aber wie sieht's dann mit dem Essen aus? Brombeersaft könnten wir herstellen 6-mal und Tato-Saft 15-mal. Nahrungsmittel, Klingenkornsuppe, okay. Und Maissuppe. Und Pflanzen, ja, das gleiche. Dann machen wir das aber lieber im Großen jetzt.
Und ich denke, wir nehmen mal den Kleber raus. Da ist uns, hat uns das jemand gerade in der Rechnung, während wir da noch überlegt haben, weggekauft. Also vielen Dank für Ihren Einkauf, wollte ich noch gesagt haben. Aber wir nehmen jetzt noch mal ein bisschen Kleber hier raus. Ich weiß gar nicht, was wir für eine Großmenge alles brauchen. Plastik auf jeden Fall, denke ich. Ach so, ja, Plastik bräuchten wir dann einmal. Wenn uns unsere Nachbarin einmal Plastik geben würde, wäre das sehr schön. Heißt das irgendwie anders, geformtes Plastik oder so? Denn wie es aussieht, gibt es gerade gar kein Plastik hier. Ach, das gibt's doch nicht. Nein. Aber das kann doch nicht sein. Moment, das heißt bestimmt irgendwie anders. Ach, wir haben ja sowieso keinen Schrott jetzt. Ja, das sollte man schon wissen, wie das heißt. Ja, Plastik. Ich hätte jetzt vermutet, das heißt Plastik. Geformtes Plastik könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Öl hat sie, Zahnräder, Säure, Stoff, Stahl, Schrott, Schrauben, große Menge Plastik, aber die möchte ich jetzt nicht aufbrechen, aber da hat sie auch nur eine. Ja, da sind nur 10 Teile drin. Das ist ja jetzt merkwürdig. Goldschrott. Ja, geformtes Plastik, hört sie gerade noch 4. Ja, die nehmen wir aber gerne. Gut, dann stellen wir doch mal Plastik her und dann wissen wir auch, was das jetzt kostet, Großmenge. Dann stellen wir mal Kleber her, eine große Menge. Dann wissen wir auch, was es an Plastik kostet. 2 Plastik und überschüssiger Kleber kommt. 10 Stücke kommen da rein, okay. Aber dann machen wir gleich mal 2. Und dann können wir das verkaufen. Große Menge Kleber. Eigentlich, da wir jetzt 2 Teile Plastik da drin haben, müsste das ja teurer sein. Also man bekommt ja 10, man bekommt aber das, als Kunde bekommt man ja das Plastik nicht raus, also. Da würden wir auf jeden Fall einen Verlust machen. Oder wir nehmen für die große Menge hier auch 19, was soll das? Ja, dann nehmen wir für alles 19, ist doch okay. Für Holzreste nehmen wir hier 2, das ist aber ein bisschen happig, oder?
So, jetzt haben wir den überschüssigen Kleber da auch drin. 10 Mal für einen. So. Und unverarbeiteten Dünger, den brauchen wir vielleicht selber. Wir gehen nachher nochmal, vielleicht in der nächsten Folge mal rum und gucken, was wir bei uns alles reparieren können in der Siedlung. Und sonst hätte ich gerne hier noch untergebracht. So, das Erz. Warum haben wir das Erz überhaupt noch bei uns? Das wiegt ja auch nur unnötig. Und das brauchen wir nicht unbedingt da reinzuschmeißen. Aufbereitet das Wasser ja ein wenig. Moment, wir nehmen mal wieder ordentlich was raus hier. Wir nehmen mal das... Was war denn das jetzt? Ich wollte nicht alles rausnehmen. Da stimmt doch was nicht. Aufbereitetes Wasser. Geben wir mal so... Ja, so 300 Teile rein. Für 2. So. Und das abgekochte Wasser versuchen wir jetzt auch mal. 300 Teile reinzugeben für 2. Und schmutziges Wasser auch. Ja, warum nicht? Also wenn man es hier kauft, dann braucht man das ja nicht, dann braucht man sich selber nicht zu verstrahlen. Ja, es geht wesentlich schneller. Also klar, warum sollten wir das schmutzige Wasser nicht auch hier reingeben? Auch für 2. Oder dafür nehmen wir 1, da braucht man ja kein Holz für. Das braucht man ja einfach nur zu sammeln. Ja, aber man hat die Strahlung. Ich weiß nicht, das ist vielleicht ist das Schmutzige sogar wertvoller als das aufbereitete Wasser. Weil man da ja Redex braucht und Red Away, um die Strahlung wieder loszuwerden. Wenn wir, ach, wir bleiben bei 2, okay? So, und das sind auf jeden Fall Sachen, die wir notfalls dann rausschmeißen können, denn die Kiste ist jetzt, glaube ich, bei uns nur voll mit Wasser. Was auch ein bisschen blöd ist, aber... Naja. So. Jetzt machen wir noch ein paar Suppen. Klingenkornsuppe. Ach so, jetzt gehen wir erstmal raus und holen uns erstmal ein bisschen Klingenkorn. Aber wir sind schwer bepackt. Ach egal, das schaffen wir noch, ein paar Klingenkörner zu holen. Und was wir sonst so kriegen können hier. Na, dann können wir nachher... Ja, okay, die Melonen brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich weiß auch nicht, wofür wir die Brombeeren oder so haben. Das sollten wir uns auch mal genauer angucken. Dann können wir ja die Sachen auch nachher verkaufen, wollte ich sagen, ja. Was machen wir aus den Karotten eigentlich? Karottensuppe? Gehen wir mal zur Nachbarin und holen von ihr noch ein bisschen was.
Ein Klingenkorn vor allem. Mit Kürbissen konnte man doch auch irgendetwas Leckeres machen. Ja, diese Soße wäre natürlich prima, wenn man die herstellen könnte. Diese Cranberry-Soße. Aber ja, die können wir ja herstellen. Aber an die Cranberries ist erstmal schwer ranzukommen für uns. Und dann verdirbt sie auch noch. Das ist eigentlich das Schlimmste daran. Denn sonst könnte man sich da ja auch ein kleines Lager oder so etwas anlegen. Ja, man könnte was auf Lager legen, auf jeden Fall davon. Wie sieht das hier mit Wasser aus? Ich sehe hier gar keinen Wasseraufbereiter. Ja, unten auch nicht. Eigentlich ist das ja verschenkter Platz. Aber dafür haben wir in unserem Camp ja genug Wasseraufbereiter. So, super duper haben wir drauf und dann gucken wir mal, was wir jetzt so Schönes herstellen können. Nahrungsmittel natürlich. Wir können sogar Charlies Futter herstellen. Ui, Moment einmal. Das verdirbt gar nicht. Was ist denn das? Da haben wir Glück, wenn wir das essen, aber es verdirbt nicht. Das finde ich doch ziemlich praktisch. Ist da noch irgendwas an... Oh, hoppla. Ist da noch irgendwas anderes Gutes bei? Flaschenkürbissuppe, Gemüse allerlei. Ja, das verdirbt aber alles. Süßkartoffeleintopf können wir herstellen. Was brauchen wir denn dafür auch? Alles mögliche Zucker. Potatoes. Mutterbeeren, Holz natürlich. Und abgekochtes Wasser. Aber Shellys Futter... Nee, jetzt Moment mal. Shellys Futter verdirbt ja wohl. Oh, da hätte ich jetzt beinahe Shellys Futter ohne Ende hergestellt. Also wenn wir sowas herstellen, schwerer wird es scheinbar durchs Kochen dann schon alles. Egal. Stellen wir das trotzdem mal her. Und den Süßkartoffeleintopf. Den Süßkuchen, ja, weiß ich nicht, der verdirbt ja leider auch. Ja. Getränke können wir dann noch herstellen, also den Melonensaft, da bin ich doch mal für.
Ja, und das soll es dann auch gewesen sein. In der nächsten Folge entscheiden wir uns, was wir als Prestige mal in unseren Verkaufsautomaten auch schmeißen, nur um zu zeigen, dass wir es können und dass wir noch Platz in der Lagerkiste haben für sowas auch. Und naja, mal sehen. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, als ich das gesehen habe, dass jemand zubereitetes Essen verkauft über den Verkaufsautomaten. Ist selten, dass man so etwas sieht. Okay, er hatte aber auch richtig gute Sachen. Also, was heißt, wir haben ja auch gute Sachen. Aber er hatte gleich die Red-Hirsche drin. Wobei ich glaube, er hatte da irgendwie in seinem Camp einen Red-Hirsch hängen. Also nicht liegen, sondern hängen. Und ich glaube fast, dass das vielleicht irgendwann mal eine Belohnung war aus dem Scoreboard vom Spielbrett oder aus dem Atomic Shop. Dass man da so einen Red-Hirsch bekommen habe. Oder wir gehen nachher mal gucken. Vielleicht hat er sein Camp ja ausgerechnet da aufgebaut, weil es da einen Red-Hirsch gibt, der da hing. Und dann hat er so viel Red-Hirsch da vielleicht rausbekommen, dass er gesagt hat, ja, dann verkaufe ich das auch an irgendjemanden. Das können wir uns mal angucken, ob da tatsächlich ein Red-Hirsch hängt. So. Am Ende der Folge sind wir trotzdem. Ich bedanke mich vielmals für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. In dieser Folge haben wir uns mal angeguckt, wie wir das mit dem Kleber im Verkaufsautomaten regeln und was wir sonst noch so verkaufen im Automaten. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.